Liebe Schwestern und Brüder, die Bestimmung von Nähe und Distanz durchzieht unser ganzes Leben. Sie wird uns bis zum Ende begleiten. Und das ist oft genug eine schwierige Bestimmung. Und das gilt auch für das Verhältnis zu Gott. Nähe und Distanz. Wenn sich Hiob in den langen Kapiteln bis Kapitel 38 in seinem Buch zu Gott durchfragt und wenn ihm die Freunde noch so gut raten mit ihren frommen Sprüchen, die wir auch alle so drauf haben, dann findet er keine Antwort, bis endlich, und das sind lange Kapitel, bis endlich Gott beginnt zu reden. Aber diese Rede vermindert nicht die Distanz zu Hiob, sondern vergrößert sie. Wer bist du denn schon, dass du denkst, du kannst dein eigenes Leid oder das Leid dieser Welt verstehen? Du kannst es durchschauen, du kannst es erklären. Ist das möglich? Und an den Fragen der Schöpfung führt Gott das aus, bis schließlich Hiob, unsere Lesung ist das natürlich wie auch so oft aus drei Kapiteln zusammengezogen, am Ende der langen Rede Gottes den Finger auf den Mund legt und sagt, vor dir, vor der Macht Gottes, vor seiner Weisheit, vor seinen Ratschlüssen, kann ich nur verstummen, bin ich wie ein Nichts. Nun liegt es natürlich nahe für uns zu sagen, naja, Altes Testament eben. Das ist für uns Christen, wir sind aus dem Schneider. Das ist doch großartig. Und es ist richtig. Gott ist uns nahe gekommen. Gott lässt sich anschauen. Gott spricht direkt zu uns in Jesus Christus. Nicht irgendetwas, sondern jedes seiner Worte ist verbindlich. Aber dann dieses merkwürdige Evangelium. Die Weherufe über die Orte, denen Jesus ganz besonders nahe war. Wo er, wenn man dem Evangelium glauben soll, das müssen wir immer, zu Hause war. Kapharnaum, allen voran. Wehe dir! Offenbar ist hier mit dieser Nähe und der Distanz etwas nicht richtig verstanden. Jesus hat das in Nazareth selber erlebt, in seiner Heimatstadt. Den Typen kennen wir. Der kommt aus dem Haus, der hat die Verwandten, der macht das und das. Klar. Sie wissen nicht, wen sie vor sich haben. Und das ist die Frage, die an uns ergeht. Damit wir Gott gegenüber das rechte Verhältnis von Nähe und Distanz haben, wissen wir, wen wir vor uns haben, wenn wir von Gott reden, wenn wir seinen Namen in den Mund nehmen, wenn wir im Gebet mit ihm sprechen. Dieses ganze erbärmliche Getue von Bruder Jesus etc., das im Neuen Testament nirgendwo bezeugt ist, ist ein Beispiel dafür, für die Distanzlosigkeit. Das ist nur einer von uns. Das ist das nette Kerlchen aus der Nachbarschaft. Mit dem kann man alles machen, mit dem kann man reden, wie man will, mit dem kann man umgehen, wie man will. Dem kann man die Worte bei der Predigt im Mund verdrehen, ohne dass irgendetwas passiert. Das bleibt nicht ohne Folgen, liebe Schwestern und Brüder. Es ist schlichtweg ein Desaster. Wir sind auf die Worte Jesu verpflichtet. Und er wird diese Worte uns sagen. Es wird euch beim Gericht schlimmer ergehen als manchen, die meinen Namen überhaupt noch nie gehört haben. Wie Tyros und Sidon, heidnische Städte, gehören nicht zum auserwählten Volk Israel. An die ist das Wort der Propheten noch nie ergangen. Gott hat mit ihnen keine Geschichte angefangen, aber mit uns. Und deshalb müssen auch wir uns stets daran erinnern, wen wir vor uns haben in Christus. Ja, er ist Mensch geworden wie wir das beten, außer der Sünde. Das, wer er ist, wie er spricht, was er tut, tut er, weil er aus der Vollmacht Gottes heraus spricht, weil wir Gott in ihm begegnen. Wir vergessen das so schnell. Und so laden uns die Texte heute ein, für jeden persönlich eine ganz neue Verhältnisbestimmung vorzunehmen. Neige ich dazu, Gott so fern zu denken, dass ich auch in dieser unendlichen Distanz Christus nicht ernst nehme?
dadurch, dass Gott uns in Christus nahe gekommen ist, uns begegnen will, uns sein menschliches Angesicht zeigt und zuwendet. Oder vergesse ich jegliche Distanz, vergesse ich, wen ich eigentlich in Christus vor mir habe, nämlich den einzigen lebendigen Gott, und vereinnahme ihn, wie ich will, verwurste ihn sozusagen in meine eigenen Lebensplanungen, ohne dass irgendeines seiner Worte Relevanz für mich hätte. Es ist nie ganz leicht, darauf eine Antwort zu finden, aber wir müssen diese Fragen, die aufstehen, mit unserer christlichen Existenz beantworten, sonst ist sie hinfällig.